Und das sind wir auch schon wieder hier zurück zu World of World of Martians. Ja, scheiß drauf. Ja, und wer ist mit dabei? Wer hat da gerade so seltsame Geräusche gemacht? Der XY C-Ban, hallo. Ja, natürlich, wie immer. Und in dieser Runde zeigen wir euch, wie versprochen, die Wakatake, das Schiff nach der Umikatze. Umi Katze. Ja. So toll ist das Schiff jetzt nicht, sagen wir es mal so. Es hat die gleiche Anzahl an Torpedowerfern, es hat 1 Kilometer weniger Reichweite als die Umikatze. Ja, ich weiß nicht. Man muss halt durch, wenn man zur Minikatze kommen will. Aber im Vergleich zur Umikatze, so toll ist es nicht. Was haben wir hier von Gefecht? Wieder T3. Anscheinend mag uns der Matchmaker. Gegner hat weniger Zerstörer, 2 Samsons, eine Vickers. Halt die US-Zerstörer, die sind ein wenig gefährlicher, weil die so schnell schießen. Und die Karte hier. Oh. Und du bist natürlich ganz oben gespawnt. Super. Ja, ganz oben gespawnt und noch nicht im Gefecht. Dafür ist das Schiff, glaube ich, etwas schneller als die Omikaze. Soweit ich mich erinnern kann, bin mir nicht ganz sicher. Müsste aber so sein. Ja. 35,4 Knoten. 5, 6. Ui. Mit Speedboost fährt das Ding ja auch über 40. Hat auch 7 Kilometer Reichweite mit Torpedo. Ja. Ah, die Umikasa hat 8 Kilometer Reichweite. Da ist eine Chest da. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das Concealment Rating hier ist, wie ab wann ich gesehen werden kann. Ab 6 Kilometer ungefähr. Ah, die dreht ein. Verdammt. Das Ding dreht da einfach weg. Hoffentlich treffen die letzten zwei was. Ja, 7 Kilometer Reichweite und 6 Kilometer entdecken bietet halt nur einen Spielraum von 1 Kilometer, wo man die Dinger ungesehen abschießen kann. Komm, trefft wenigstens was. Ah, das war sauknapp vorbei. Dinger es schaffen, weiß ich nicht. Bisher schießt noch nichts groß auf mich, was ich ganz gut finde. Denken wohl, die treffen mich eh nicht. Jetzt dreht sie wieder weg. Dämliche Chester, viel zu schlau. So, jetzt einfach mal einen größeren Spread dahin. Ey, ich hab sogar was getroffen. Ha! Hat sie so gedreht, dass sie dann wieder auf dem Rückweg da rein ist, oder was? Oh. Wurde vorher getroffen. Na gut. Was haben wir denn da drüben? Noch eine Chester. Und ich habe bald nachgeladen. Die zu treffen wird aber schwierig. Und da ist eine Omikase im Weg. Wobei, die wird gerade schon von Torpedos getroffen. Dann schieße ich die anderen noch auf die South Carolina da hinten. Guck mal, was die Geschütze hier so drauf haben. Ah, knapp vorbei.
Na gut, die laden hier aber noch schnell genug nach, die Torpedos. Da kann man dann jetzt hier auch einfach mal hier so drehen und dann die Chester da drüben abschießen. Na komm, ladet nach. Alter, gerade hat mich einer von meinem eigenen Team mit Torpedos abgeräumt. Boom, ist einfach weg. Und jetzt lade ich natürlich nach, wo ich die South Carolina da torpedieren könnte. Weil ich da zwei auf die Chester verbraucht habe. Ja, lol, da ist eine Tenryu. Aber wendig ist das Ding hier auch schön. Alter, mein Steuerbord ist eingeklemmt und ich kann nicht reparieren. Ich war die ganze Zeit im Oh Kreis. Mensch, jetzt hat er da. Der hat mir die Omikase, da hat mir meine ganzen Kills geklaut. Ist denn jetzt los, Alter? Wir haben schon gewonnen. Ach, Wir haben die da alle weggeräumt, hab ey. gar nichts gemacht, ey. Ja. Ich stehe mal wieder ganz oben. Wollte gerade anfangen, die Gegner abzuschießen und jetzt? Was hast du so getroffen? Ja, nicht viel, wie es siehst du. 23.000 mit Torpedos. Ja, so viel habe ich im letzten Gefecht mit der Tenryu auch gemacht. Und nur habe ich dann halt noch einiges anderes abgeschossen. Na gut, dafür war das Gefecht jetzt halt viel zu schnell vorbei. Weiß ich nicht, wollen wir noch eins machen? Das Gefecht ging jetzt 4 Minuten. Ja, machen wir noch eins. Wolltest doch kürzere Videos machen. Ja, aber keine 4-Minuten-Videos. Ihr wollt doch auch was von dem Zeug sehen. Generell die Karte da, da gehen die Gefechte so kurz. Salomone, das ist glaube ich die Karte, die wir vorhin auch hatten, oder? Jetzt haben wir auch T4er Ja, sogar. doch, ja. Hoffentlich geht das Gefecht jetzt ganz kurz. Also, Ja, genau. nicht so lang. Geh mal ein wenig aggressiver rein. Man kann schon ordentlich Schaden machen mit so Torpedieren. Aber was ich ein gutes Schiff bei der US-Linie finde, ist die Clemson. Das ist das Stufe 4 Schiff. Die hat wirklich ordentlich Feuerkraft und die Torpedowerfer auch noch einen ganzen Haufen. Kommen nicht in so High-Tier-Gefechte und lädt recht schnell nach mit den Torpedowerfern. Die kann ordentlich Aua machen. Danach Nicholas und Farragut, die haben für ihre Stufe eine recht niedrige Torpedoreichweite. 4,5, 5 Kilometer ist jetzt nicht so viel. Fährst du auch, oder fahren wir Mitte? Fahren wir mal Mitte. Oh, fang mal mit dem. So als Zerstörer kann man das ja mal machen. Als. Jetzt wollte ich schon TD sagen, aber. Es ist aber Sehr. kein Tank Destroyer, es ist ein Ja. SD, ein Ship Destroyer. Geht mal mit meiner SD hier. Mit meinem SD. Ja, seht ihr auch, die Türme, die drehen sehr langsam. Dafür hat man halt ziemlich gute Torpedos bei den japanischen Zerstörern. Und da bin ich im Cap. Und da warst du im Cap. Und dann popp ich hier einfach mal meinen Smoke. Mache ich auch mal. Oh, da kommt Torpedos angerast. Hab auch Smog. Hey, die fallen hier einfach Torpedos her. Die sind. Ah, jetzt kommt er in den Bereich. Jetzt kann ich nicht weitercampen, weil der ist auch drin ist. Das ist eine Kuma. Wieso machst du auch Smoke? Ich mach doch schon Smoke. Da musst du nicht auch noch smoken. So, dann bin ich auch gesmoked, oder was? Ja, denkst du, mein Smoke hält nur für mich? Ja, keine Ahnung. Was macht der? Fährt rückwärts?
Jetzt da ein paar Torpedos rein. Isokasa, das Schiff danach. Wie viel Doppelwerfer hat das? Das hat, glaube ich, einen mehr. Einen doppelten. Oder hat das zwei Dreier? Ich bin mir gar nicht sicher, ob es. Nee, ich glaube, das Ding hat auch drei Zweier. Jetzt fährt es wieder vorwärts. Eins, zwei, drei, ja, drei Werfer. So, wollen wir jetzt hier einfach mal durchstoßen und ein wenig aufmischen? Wir haben jetzt B sowieso für uns. Und da kommen Torpedos. So, da hier ist so viel Nebel. Viele Torpedos. Wieso Katze? Drüben wissen St. Louis, habe ich aber jetzt zu spät gesehen. 30 Sekunden Torpedo nachladen. Ach, die Kuma hat sich jetzt auch hier in die Richtung gedreht. Torpedierst du die? Ja. Die spottet uns, die muss weg. Ich torpediere diese auch gleich noch, wenn ich nachgeladen habe. Wobei, die dreht vermutlich gleich ab, wenn sie deine Torpedos sieht. Alter, ich bin gleich tot. Was hat denn dich jetzt abgeschossen? Und wo denn, Alter? Ist das Skull-Typ? Miyuki da drüben. Eine Miyuki hatte ich getroffen. Ja, hat mich gekillt. Mann. Du machst Sachen. Von wo denn? Ja, von da drüben, dieser Skull. Ach, die Viome, ja. Dass der dich von da getroffen hat, was hast denn du da gemacht? Ja, ich bin da auch bloß im Kreis gefahren. Auf einmal habe ich gebrannt und alles, sau viel Schaden geschluckt gehabt. Hat er dich getroffen? Hast wohl nicht gescheit im Kreis gefahren. Ja, ich treffe wieder nicht. Was entdeckt mich denn die ganze Zeit jetzt hier? Jetzt die Isokase da. Ah, die kann ich aber so auch nicht torpedieren. Was? Motor unbrauchbar. Ja, leck mich doch. Ja, Turbo. Oh. Scheiß Motor. Du wirst auch getroffen. So, ich will mein fucking Motor wieder. Und jetzt schmoke ich hier euch weg. So, jetzt kann er sehen, wo er bleibt. Alter, jetzt ist der Motor schon wieder gefreckt, ey. Die Isokase schießt sich halt trotzdem ab. Ist der scheiß Motor schon wieder gefreckt? Aber immerhin sind sie mich jetzt nicht. Du siehst sie aber auch nicht. Ich will meinen Motor wieder. Die nehmen B gerade ein. Oh, halt dich halt mal da rein. Ja, schießt der wegen daneben. Ich will meinen Motor wieder. Hallo. Schießen an die hin. Gegen die Insel. Das ist die Isokarte. Trifft er? Trifft er? Nein. War aber gar nicht mal so schlecht gezielt. Schieß mal die Isokasse ab. Jetzt hilft sie auch nichts mehr. Als die noch abgeschossen werden, er die Base erobert.
Du wirst abgeschossen. Du bist zerstört. Ich weiß gar nicht, ab wann jetzt meine Reparatur wieder da war. Ich bin es nicht gewohnt, dass die so schnell wieder da ist wie bei Zerstörern, aber. Naja. Nicht so erfolgreiche Runde. Hat mal ein wenig höherstufige Spieler gehabt. Ja. Habe überhaupt nichts mit Torpedos getroffen. Die waren alle so weit weg. Ja, wie gesagt, Wackertake, ist so gemischt. Hast halt nur 1 Kilometer Spielraum, die sehen dich halt, oder, und die Reichweite ist halt, naja, so, dass die halt viel Zeit haben zum Ausweichen. Naja, dafür war die erste Runde etwas besser. Das soll es für das Schiff hier gewesen sein, und, ja, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder mit einem anderen Schiff, höchstwahrscheinlich. Ja, und ich verabschiede mich hier, wie immer, für diese Runde, und sag Tschüss! Ciao!